winrace.de präsentiert die deutschen Top 3 Trabrennen vom Wochenende. Europameisterschaft der Profis in Hamburg und ganz links am Bildrand, da ist der Titelverteidiger Enrico Bellet, der kommt ja ganz schlecht ins Rennen mit dem Favoriten, mit Udi Delaunay, aber da ist er wieder da, in der letzten Ecke greift er an, mächtig unterstützt, der Europameister auf dem Weg zum zweiten Titel, vorne ist noch Roland Hülskart in diesem zweiten Lauf am Sonnabend in Hamburg, der wehrt sich mit Grand Victory, aber außen ist der Italiener stärker, Enrico Bellet mit Udi Delaunay legt den Grundstein für die Titelverteidigung am ersten Tag einer EM, die am zweiten Tag eigentlich noch besser wurde. Der siebte Lauf von insgesamt 8 Wertungsläufen, da ist der Däne vorne, René Kjær, der hatte am ersten Tag ganz viel Pech und am zweiten Tag, da fährt er sich in die Herzen der Zuschauer. Wir nehmen das abgedroschene Bild, Europameister der Herzen, René Kjær, Sie sehen gleich warum, er ist souverän voraus mit Alexander Arlo, dahinter sind Gob und Bellet beim Kampf um Platz 2, aber vorne ist René Kjær und er freut sich so richtig über seinen Erfolg, dahinter Gob vor Bellet. Entscheidend in der Europameisterschaft. Das musste im letzten Lauf die Sache zwischen Gob und Bellet sein. Und da gibt es hinten eine Szene, die sehen wir uns gleich nochmal an. Da kommt Bellet Gob vielleicht in die Quere. Vorne Mika Forst, Lady Aura gewinnen den letzten Wertungslauf. Aber wer ist Europameister? Im Ziel sind die beiden da ganz knapp nur voneinander getrennt. Das ist die entscheidende Szene. Bellet nimmt nach außen, kommt Gob in die Quere. Stört er ihn rennentscheidend? Ja oder nein? Die Rennleitung berät und sagt am Ende nein. Und da kommt Bellet vorher ins Ziel und ist damit der neue und alte Europameister. winrace.de zeigt alle Rennen im Livestream. Wetten Sie jetzt einfach und bequem online auf winrace.de.